Heute erklären wir euch, wie ihr den 180 Stand-Up Slide hinbekommt. Dieser Slide ist ein recht einfacher Slide. Er lässt sich eigentlich überall anwenden und man benötigt keine Vorkenntnisse im Sliden. Zuerst kommen wir zum Setup. Bei diesem Slide sind wie bei den meisten Slides die Rollen recht entscheidend. Am besten benutzt ihr Rollen, die hart und abgerundet sind. Somit ist euer Slide weicher und ihr habt mehr Kontrolle. Mit Rollen, die weicher und nicht abgerundet sind, kommt ihr nicht so gut in einen Slide. Kommen wir nun zum Slide. Als erstes fahrt ihr eine sehr enge Kurve, bei der ihr euch leicht nach hinten legt. Sobald ihr voll in der Kurve seid, zieht ihr nun mit dem linken Bein das Board einmal um 180 Grad herum. Dies funktioniert am besten, indem ihr die Ferse hinter das Board klemmt. Auch sehr wichtig ist, dass ihr euch weit genug nach hinten lehnt, denn sonst verliert ihr das Gleichgewicht. Um etwas vertrauter mit diesem Slide zu werden, empfiehlt es sich, zuerst auf sandigen oder nassen Flächen zu üben. Auf solchen Flächen ist das Sliden zwar einfacher, doch besteht auch die Gefahr, dass man sehr schnell wegrutscht. Ansonsten müsst ihr einfach nur üben. Das war unser Tutorial zum 180 Stand-Up Slide. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen hoch da und ein Abo, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.